So, wir machen jetzt hier mal eine kleine Lowrider-Show, wie gesagt, für die Leute, für die Zuschauer. Ich zeige euch mal ungefähr, was wir machen. Ja, wir sind jetzt natürlich im Passivmodus. Ich hoffe, ich kann jetzt ohne Ärger aus dem Passivmodus rausgehen. Einen Moment. So. Und dann zeige ich euch mal, wir fahren dann einfach hier in die Mitte, derjenige. Naja, und dann ganz einfach. Wartet, ich mache auch mal hier Dings an, ausnahmsweise so. Dann einfach eine Show machen. Ich fange am besten auch an, würde ich sagen. So, pass mal auf. Yeah. Yeah. Der Standard-Hopper hier. Stimmst du mir zu, dann hüpf in der Gegend rum. Stimmst du mir zu, dann hüpf mit dem Arsch. Yeah. Dann kannst du mit dem Arsch hüpfen. Aber wartet mal, kann ich nicht. So, 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 ich muss mal kurz die Aufnahme beenden. So. Dann mache ich den hier. Moment. So. Bisschen Hapfen. Und könnt ihr auch den hier? Ja. Yeah. Ich höre nur Motherfucker im Hintergrund. Habt ihr das auch gehört? Warte mal, wie geht das? Jetzt, aber jetzt habe ich gleich, jetzt habe ich ihn gleich, ja. Der wilde Hopper, ich nenne ihn den Gartensalat-Style. Oh yeah! Dreh dein Rad im Rasen. Oder ich muss mal Räder wechseln. Auch ein geiler Style. Und andersrum. Come on! Und yeah! 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 So. Das war's von meiner Seite aus. Wer will als nächstes? Pass mal auf. Wir gehen im Uhrzeigersinn. Oh mein... Ne, ist der überhaupt hier drin im Chat? Ich weiß nicht. Ja, wer fängt dann an? Warte mal. So, meine Hydraulik runterfahren hier. Jetzt steht er da so ein bisschen blöd, naja. Wenn wir im Uhrzeigersinn sind, dann macht der Grease jetzt am besten weiter, ja. Aber er checkt's wieder nicht. Aber ich glaube, er ist gar nicht im Chat drin hier, deswegen. Oder stimmt, ich bin gar nicht gesprungen. Boah, was war das denn? Habt ihr den gesehen? Ja, 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 ja. Hopp, hopp, hopp. Er hat auch einen schönen Lack, ne? Also. Seine Kiste ist geil gemacht. Auf jeden Fall von der Farbe her. Boah, er hier, ne? Richtiger Unruhestifter. So. Ja, gut. Ja, Grease, stell dich wieder hin, dann ist LPO-Flo dran, wenn er, falls er zuhört und da ist. Und. Huchala. Hat gesponnen. Das habe ich den Follower nicht gesehen. Auch gut. Na, muss meine Karriere ja einstellen, oder was? Grease, du stellst dich wieder hin und LPO-Fluss dran, wenn du das hörst. Wie gesagt. Na gut, ich, ja klar, der Delay ist klar. Ein bisschen scheiße, ich habe euch jetzt hier nicht im... wir machen das gleich anders. Ich habe eine Idee. So. Und da hüpft der Flo. Er hat diesen GTO-Verschnitt. Mir fällt der genaue Name gerade nicht ein. Sieht auch sehr geil aus mit dem Schwarzlicht und dem violetten Ton hier.
Und Janik Geilo tritt der Crew bei. Vielen Dank für deinen Follow, mein Freund. Willkommen in der Crew. Ja. War das deine Show, Flo? Dann stell dich wieder hin. Ich würde sagen, jeder macht nur kurz eine Show, also nicht zu lang. Auf jeden Fall geiles Auto. Geil gemacht. Gut, wenn du fertig bist, Flo, dann stellst du dich wieder hin und Hallalo ist dran. Ich mach meine. So, der Hallalo hat auch diesen GTO-Verschnitt. In schwarz mit diesen weißen Streifen, ist ziemlich Gangster-Style. Aber die Felgen in violett und den Innenraum. Ah, den Innenraum hat er auch passend dazu, dann passt das ja. Auch mit fette Weißwandreifen. Wie er da drin sitzt, ist das Allergeilste, ne? Dicke, fette Anlage hat er auch hinten drin. Ja, die Hydraulik ist auf jeden Fall sehr praktisch. Wir gucken uns natürlich die Kofferräume von den Autos gleich auch noch an. Und die Motoren, aber erstmal. Grease geht auf, alles klar. Auf Wiederschausen. Bis zum nächsten Mal. Genial. Okay, ja gut. Wenn du fertig bist, wieder Hallalo, dann ist dran. Ich war schon dran, dann ist Tim dran. Er hat mit der verrückten Motorhaube. So. Ja, Tim hat auch diesen Buick-Verschnitt. Ja, diese Karre basiert auf einem Buick. Sollte man eigentlich wissen. Ist ja meine Version, habe ich auch. Er hat auch diesen Streifendesign. Aber er hat auch das 510-Logo drauf. Alifa ist weg. Sein Auto steht noch. Praktisch. Was hat denn da? Ja, mehrere Felgen. Richtig reingucken können wir gerade nicht. Aber er hat jetzt auch nicht so krass den Innenraum gemacht. Oh, der war ganz chill. Der war ganz schick. Gehüpft wie so ein Irrer. Viel Musik hier im Hintergrund. So, auch er ist fertig. Dann ist Johnny Storm dran. Danach Semir. Da könnt ihr eure Autos alle mal aufmachen. Dann gucken wir noch mal genauer rein. Daumen auch über. Im Moment funktioniert das ja ganz praktisch gut hier. Nur ein bisschen blöd, dass dieser Kreisel da ist. Er hat den Voodoo. Das soll, glaube ich, so ein Impala SS-Verschnitt sein. 64er Chevy Impala. Da hüpft er hier durch die Gegend. Hat nicht sonderlich viel optisch gemacht. Ist er schlicht, der Wagen, oder erkenne ich das gerade nur nicht? Na, doch. Er hüpft uns hier auch wieder den Gartensalat. Und aber auch vor allem den Zustimmer macht er hier. Die Kiliatek. Ich muss mein Voodoo auch mal fertig machen. Falls das geht. Angeblich gehen ja nur Serienschlitten. Und New Jam, vielen Dank für dein Follow und willkommen in der Crew. Ja. Okay, wenn du fertig bist, Johnny, dann lass den Sam ja auch noch ran. Dann kannst du dich schon mal hinstellen wieder und dein Auto aufmachen. Dann ist der Sam ja jetzt dran und zeigt uns, was er drauf hat mit der Hydraulik. In seinem auch, das ist auch ein GTO, glaube ich. Und dann können wir uns die Autos nochmal angucken. Wer schleift denn hier so? Ist er so tief? Er hat auch so ein Streifendesign. Sieht auch ziemlich geil aus. Mit einem roten Hardtop. Roboter! Vielen Dank für dein Follow und willkommen in. Jetzt wäre ich fast da reingegangen. Übertreibern. Er hat schön sportliche Felgen, er. Mehr Sport. Innenraum können wir uns gerade nicht angucken, gucken wir uns gleich an. Boah, mit einem dicken Luftschutze vorne drauf. Springt der hier durch die Gegend. Auch sehr geil. Jetzt startet gleich wieder so ein dämliches Event.
Naja. Ja gut, wenn du fertig bist, stell dich wieder hin, mach deine Karre auf und dann fangen wir mal an. Auch wieder im Uhrzeigersinn. Die zwei sind bereits weg hier. Das war, glaube ich, vom Grease hier. Die Karre können wir jetzt gerade aber nicht reingucken. Der Skills ist hier. Kommt, wenn du willst, kannst du auch noch schnell. Wenn du willst, Skills, stell dich in der Mitte und hüpf auch mal rum hier. Na gut, jetzt ist die scheiß Nahkampf-Challenge hier. Aber ich glaube, Skills ist nicht verfügbar irgendwie. Naja, gut. Die Karre ist von LPO-Flo, ne? Ja. Was hat er denn im Motorraum gemacht? Der hat auf jeden Fall diesen fetten Ansaugtrichter hier. Und verchromte Riffelblecher, oder sind die normal? Ich glaube, die normalen. Kannst auch mal reinsetzen, der hat einen ziemlich dunklen Innenraum. Irgendwie ist hier gerade was kaputt gegangen. Also ist super dunkel sein Innenraum. Einfach nur schwarz. Das ist irgendwie gruselig. Ah, auch er hat die Vierfachpumpe. In V-Form. Und ein dickes Unterhaltungssystem mit Neon beleuchtet. Auch sehr schön. So, das hier ist die Karre von. Das ist Hallalos Auto. Oh, er hat einen dicken Ansaugtrichter. Chrom-Riffel. Abdeckung. Die siehst du, die Luftfilter, ist auch geil. Auch im Kofferraum hat er auch das V-Ding und auch beleuchtet. Eigentlich dasselbe wie er hat. Was hat er mit seinem Innenraum gemacht? Oh, ich sehe schon. Ein dickes, fettes Lenkrad hier aus dieser Kettenstyle. Der Schaltknopf und dieses, wie sagt man, diese Puppe da halt. Fette Ausstattung. In Saints Row Lila, finde ich, so ungefähr. Auch hier nochmal eine dicke Anlage, nicht zu vergessen. Inklusive San Andreas-Schildchen. Ist nice. Ja, guck, das ist meine Karre. Die gucken wir uns gleich nochmal an. Das hier ist von Tim. Der Wagen. Der hat normal Chrom-Verdeck drauf, ohne Riffel, mit doppeltem Luftfilter. Sehr schön. Was hat er im Innenraum? Da hat er alles in Blau, der Kofferraum. Oh. Hier hat er auch Doppelboxen inklusive diesen V. Hat er hinten ein Schild drin? Kann ich gerade nicht. Los Santos. Innenraum weißes Lenkrad. Auch mit diesem Schaltknüppel in Mikrofonform. Ein Affe als Figur und sonst in Blau gehalten. Passt ganz gut zum Weiß, auf jeden Fall immer. Das war die Karre vom Tim. So, hier haben wir die Karre von Johnny. Das war Johnny, ne? Der ist auf jeden Fall, das kommt richtig geil irgendwie. Die Lackierung ist auf jeden Fall top gewählt. Das ist kein normales Rot. Ist das Licht gerade geflackert? Der hat hier diese Ansaugtrichter ganz komisch, V8-mäßig halt nur. Aber ich weiß nicht genau, wie die jetzt heißen, aber sieht geil aus. Auf jeden Fall. Huch, jetzt hat er seine Tür zugeschlagen. Im Kofferraum hat er auch rot beleuchtete Dinger. Ich glaube, das kann man beim Buick nicht, ne? Oder hat Tim welche? Ne, Tim hat die auch so. Ja, habe ich ausgerechnet den man nicht beleuchten kann. Auch mit V-Pumpen wieder. Und der Innenraum sieht richtig scharf aus beim Johnny. Wow. Der hat richtig scharfen Innenraum hier. Rot, schwarz. Da hinten das Los San Andreas Logo. Ah, er hat diese. Das ist die GTA 4 Hupe, glaube ich. Ein 8-Ball Schalter. Ich habe mir die Hupen gar nicht angehört bei den anderen. Habe ich gar nicht dran gedacht. So, und hier ist nochmal die Karre von Semir. Der wirkt auch richtig badass. Rot in. Mit den dicken Boxen und den V-Pumpen. Auch ein Ansaugtrichter, einen großen drauf. Also die Dinger sind, glaube ich, Standard. Da ist gar kein Verdeck drauf. Und Innenraum. Schlicht. Könnte Velour sein. In Knallrot mit dem Psycho-Lenkrad. Handgranate als Schaltknüppel. Er hat auch die GTA 4 Hupe. Los Santos. Ja, auch geil auf jeden Fall. Ist Skills noch da? Oder ist Skills weggefahren? Ja, das ist unsere Truppe hier auf jeden Fall geil gemacht.
Die Autos. Ja, ich habe meine noch hier im Moment. Aber ich habe halt, wie gesagt, den Luftfilter hier, die Riffel-Chrom-Abdeckung. Innen drin habe ich den in diesem Hunter-Look-Zeug gemacht. Das ist der Zebra-Look ist das. Auch dieses Kettenlenkrad. Pididi oder was auch immer das sein soll. Mikrofon hier. San Andreas-Luftscheifen und ja. Einfach schwarz-blau von innen. Außen dieses andere weiß-blaue Design hier. Bisschen behindert. LPO-Flo ist schwer behindert im Schädel. Haben wir nun gemerkt. Kein Problem, LPO-Flo. Meine Güte, was für ein Vogel. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach du Scheiße, ich spawn hier hinten, ne? Ja, jetzt müssen wir kurz dahin laufen. Momentos, momentos, uno momentos. Ist halt live das Ganze. Passiert schon mal. Huchala. Der wollte bestimmt unbedingt gewinnen. Egal. Jetzt ist mein Kofferraum zu. Hä? Hey. Da wut. Konnte nicht mehr lesen gerade. Vielen Dank für dein Follow, mein Freund. Willkommen in der Crew. So. Ja, hinten habe ich die Ausstattung mit den Dreifachboxen wieder und auch das V-Ding, also auch fast wie die anderen. Ich finde, ich bin nur noch ein bisschen stolz auf meine Felgenwahl. Ich finde, das Teil ist geil geworden. Relativ tief, das Teil. Und jetzt einen Moment. Tut mir leid, Leute. Ist zwar ein Tuning-Treff gerade, aber der ging mir auf den Sack. So, das war das Tuning-Treff auf jeden Fall für euch auf YouTube. Es geht noch weiter, wenn ihr mehr davon mal sehen wollt, dann schaut auch mal auf Twitch vorbei. Da sind öfter Tuning-Treffen, da lässt sich das besser organisieren. Und beim nächsten Mal gleich noch in den Spielstand. Jetzt gucke ich mir die Karre hier noch an. Das hier ist vom Skills der Wagen. Das ist sehr geil mit dem Emblem an der Seite. Muss ich mir auch mal ausdenken, noch was anderes für mal unser Logo. Der ist auch schön, der Wagen. Auf jeden Fall. Ist der denn noch hier? Ne, die ist leider abgeschlossen, die Karre. Mehr kann ich euch nicht zeigen. Nur ein bisschen. Skills ist scheinbar nicht da. Ich meine, das ist die Karre von Skills gewesen. Auch cool gewählt, auf jeden Fall alles. So, für YouTube ist es auf jeden Fall jetzt vorbei. Hier mal wieder mit dem Tuning-Treff. Das Ganze wird irgendwann auch nochmal mit Tunern stattfinden. Naja, aber mit den Lowriders kann man das einfach am besten machen. Das ist auch ganz chillig hier, ne? Bäst! Vielen Dank für dein Follow, mein Freund. Hier auf Twitch geht's natürlich noch weiter. Oder ist das. Ne, keine Ahnung, wie der Wagen gehört. So. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, ne? Beim nächsten Tuning-Treff. Wir machen noch weiter hier ein bisschen. Irgendwann kommt da noch ein Video. Mit der. Schießt der auf mich? Schießt der auf mich? Der schießt auf mich. Geht mir noch am Sack. So. Auf Wiedersehen, Freunde. Bis dahin. Ciao.